starke Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss des Hotels. Die Nachlöscharbeiten sind sehr personalintensiv. Wir betreuen aktuell 70 Hotelgäste. Ja, wir sind heute Nacht um 1 Uhr alarmiert worden zu einem Brandeinsatz in ein Hotel im Ortsteil Waldachtal-Salzstetten. Als wir vor Ort angekommen sind, hatten wir eine starke Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss des Hotels. Wir hatten sofort dann die Brandbekämpfung aufgenommen mit mehreren Trupps unter Atemschutz und mit mehreren C-Rohren. Parallel dazu lief die Evakuierung von den Hotelgästen. Betroffen waren tatsächlich 70 Personen, die dann evakuiert wurden und vom Rettungsdienst betreut wurden im nahegelegenen Sportheim. Also bei Eintreffen der ersten Kräfte von der Feuerwehr wurde das Gebäude von den Betreibern schon geräumt. Wir hatten schon mehrere Personen, die das Gebäude eigenständig verlassen haben. Es konnten alle Personen das Gebäude eigenständig verlassen. Wir hatten dann, wie gesagt, die Brandbekämpfung aufgenommen und die Evakuierung unterstützt bzw. organisiert. Aktuell befinden wir uns bei den Nachlöscharbeiten. Die Nachlöscharbeiten sind sehr personalintensiv. Wir können aufgrund der Verrauchung, die noch besteht, und der Atemgifte nur unter Atemschutz vorgehen. Die Nachlöscharbeiten, das ziehen sich, denke ich, noch mehrere Stunden hin.
aufgrund einfach von Glutnestern in der Zwischendecke und von dem Brandglut, das wir das schlussendlich gebrannt hatte. Also im Hotel hat es gebrannt, im Untergeschoss des Hotels. Da befindet sich ein Wäscheraum, wo Waschmaschinen und Trockner stehen. Und da hat der Brand angefangen. Verletzte hatten wir leider 3 Stück zu beklagen. Das war alles mit einem Verdacht auf Rauchgasintox, die vorsorglich in ein Krankenhaus untergebracht worden sind. Also wir sind seit 1 Uhr an der Einsatzstelle. Ich vermute, dass wir um ca. 6 Uhr die ersten Kräfte rauslösen können und dann mit einer kleinen Bereitschaft dann noch voll den Einsatz beenden können. Ja, zum aktuellen Stand können wir alle Zimmer wieder beziehen. Wir haben CO-Messungen in den Räumlichkeiten vorgenommen und die sind alle negativ ausgefallen. Ja, also die besondere Herausforderung war tatsächlich zunächst die Hotelgäste, die betroffen waren, damit wir die relativ schnell in einen sicheren Bereich bekommen. Ansonsten war es eine klassische Brandbekämpfung von einem Kellerbrand, der natürlich auch für die Einsatzkräfte Herausforderungen bringt. Also von der Feuerwehr sind wir mit den Feuerwehren aus Waldachtal, Pfalzgrafenweiler, Freudenstadt und Horb mit insgesamt 100 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Ja, wir sind alarmiert worden zu einem Brand. Um die Gäste des Hotels zu betreuen und zu versorgen und um auszuschließen, dass es Verletzte vor Ort gibt. Wir betreuen aktuell 70 Hotelgäste, die alle im Sportheim Salzstetten am Sportplatz untergebracht sind und dort weiter versorgt werden. Es hat 3 Verletzte gegeben, die ins Krankenhaus nach Freudenstadt transportiert wurden. Kann man aktuell nichts sagen, alle 3 vermutlich mit Rauchgasintox. Wir sind mit mehreren Rettungswagen im Einsatz, wir sind mit einem Notarzt-Einsatzfahrzeug im Einsatz, mit einem leitenden Notarzt, mit einem organisatorischen Leiterrettungsdienst. Wir sind mit mehreren Ortsvereinen und Bereitschaften im Einsatz. Insgesamt sind das ca. 40 Einsatzkräfte. Zum momentanen Stand vermutlich noch 1 Stunde. Die betroffenen Personen werden im Sportheim versorgt. Sie kriegen dort Essen und Trinken, auch was zu essen.